Die schwangere Sarah bangt um ihren erstgeborenen Sohn, der verletzt wurde, als sein Vater einen Unfall verursachte. Hi, das ist die Mutter scheinbar. Ah, okay. Ja, ein Autounfall. Hab telefoniert und dann habe ich die Mauer nicht gesehen, so bei 30 ungefähr. Nichts Wildes. Telefoniert, dein Ernst, beim Autofahren? Ja, über die Freisprecheinrichtung. Leider Gottes werden solche kmh-Angaben immer unterschätzt. Schon ein Auffahrunfall von 10 bis 20 kmh kann erhebliche Schäden gerade im Halswirbelsäulen-Schädelbereich nach sich ziehen, die natürlich medizinisch abgeklärt werden sollten. Patient war eigentlich der Sohn Paul Lang. Er hatte eine Schwellung im Stirnbereich, aber dass er nicht mein Hauptpatient werden sollte, so stellte sich erst später heraus. Also Frau, ich sehe, Sie sind schwanger. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wir sind gerade in der Anfangsdiagnostik. Die beiden Herren kamen mit dem Rettungsteam. Ihr Mann hat eine weitere Behandlung abgelehnt. War so, Herr Lang, laut Protokoll? Ja, ist alles in Ordnung. Kopfschmerzen, aber die habe ich schon seit Tagen. Ich habe schon Medikamente genommen. Alles okay. Gut. Ja, bei Ihrem Sohn sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben hier oben im Stirnbereich haben wir eine ordentliche Beule. Das sehen wir schon mal gleich. Das ist ein richtiges Ei geworden mit einer Einblutung, leichte Kratzer. Kopfschmerzen auch vorhanden. Ist anscheinend im Kopf gegen die Scheibe. Leichte Krepitationsgeräusche konnte ich noch nicht vernehmen, das heißt so Knirschgeräusche. Wir müssen hier auf jeden Fall das radiologisch abklären. Ein Röntgen vom Schädel. Ich muss aber raus, ich muss telefonieren. Schatz, es gibt jetzt Wichtigeres. Ist dein Ernst? Komm. Ich habe jetzt aber wirklich keine Zeit, das ist jetzt echt wichtig. Herr Lang hat leider auch eine Untersuchung hier bei uns in der Klinik abgelehnt. Er war eh sowieso mehr darauf fokussiert, wichtige Anrufe entgegenzunehmen beziehungsweise sich mit seiner Arbeit zu beschäftigen. Diese Arbeit sollte aber im späteren Verlauf eine sehr wichtige Rolle spielen. Oh, ist der schlecht? Warte mal. Das ist einfach ungünstig. Ist der schlecht? Oh, okay. Was bedeutet das denn jetzt? Hat er innere Verletzungen oder? Richte ich mal kurz so ein bisschen auf. Kommt auch noch mal was? Nimm mal bitte selber in die Hand. Ganz ruhig. Okay, geht's wieder? Es geht gerade wieder, okay. Das Übergeben, die Übelkeit, das ist einfach eine Symptomatik von der wahrscheinlichen Gehirnerschütterung. Wichtig ist erstmal der Fraktur. Nachdem sich Paul vom Schockraum noch übergeben hatte, war dies ein weiteres Symptom für eine Commotio, also eine sogenannte Gehirnerschütterung. Dies waren alles Symptome, die mit dem Unfall einhergingen. Zudem hatte er aber hier eine starke Schwellung im rechten Orbiterbereich, also hier im Augenbrauenbereich, die auf jeden Fall radiologisch abgeklärt werden musste, denn hier ging ich von der Fraktur aus. Auch wenn die Sorge um einen möglichen Schädelbruch ihres Sohnes überwiegt, fürchtet Sarah ebenso um die Gesundheit von Ehemann Michael. Denn obwohl der 41-Jährige seine Beschwerden herunterspielt, könnten sie der Auslöser des Unfalls gewesen sein. Ja, diese Kopfschmerzen hat er schon seit längerem. Okay. Er ist auch generell sehr näher bei der Spur die letzte Zeit. Er ist sehr gestresst, er ist immer nur am Arbeiten. Er hat den Laden von seinem Vater übernommen. Also Herr Lang hat den Bioladen seines Vaters übernommen, der natürlich tragischerweise an Demenz erkrankt war. Das Ganze spannt ihn wohl ziemlich ein. Die Frau hatte eigentlich gehofft, dass es ja ein bisschen weniger werden sollte in Zukunft und Herr Lang sich etwas zurücknimmt. Das Gegenteil war aber wohl der Fall. Schatz, lass dich bitte untersuchen. Nein, ich habe für so gar keine Zeit. Das reicht doch mal irgendwann. Nein. Ich muss den Großhändler auch noch zurückrufen. Verletzung an, bitte. Ja, Verletzung hin oder her, das ist nur ein Kratzer. Ich muss den Großhändler anrufen, das ist ganz wichtig. Schatz. Herr Lang, wollen Sie mich doch noch untersuchen lassen? Nein, alles gut. Ja, ich wollte mal lieber frische Luft schnappen. Kurz nach einem Unfall kommt es zu einem erhöhten Adrenalinausstoß, was einige Schmerzen ja, wegtäuschen kann bzw. dämmen kann. Das ist aber immer relativ fatal, denn viele Patienten denken dann, dass es ihnen sehr gut geht. Dem ist aber nicht so. Häufig sind sie aber auch einfach nur trotzig. Meistens rächt sich das. Manchmal kommt der Lang, liegt hier. Okay, schauen wir uns gleich mal an. Schatz, was ist denn passiert? Schatz, was ist denn los? Ich hol meine Frage. Ja, bitte, und Notfallrucksack bitte, ne? Herr Lang, können Sie mich hören? Oh ja, gut, er bewegt sich wenigstens ein bisschen. Hören Sie was häufiger? Also Konzentrationsschwierigkeiten hat er in letzter Zeit, Kopfschmerzen. Okay. Herr Lang, schauen Sie mich mal bitte an. Schatz. Ist es schlimmer geworden mit den Kopfschmerzen? Schatz, hörst du uns? Ja. Alles gut. Einfach mal anschauen bitte. Augen zu, Augen auf. Augen zu, Augen auf. Das sind die Verletzungen, die wir schon hatten. Okay. Ja, der Puls ist schwach da, ist ein bisschen abgeschlagen. Hat der Kreislauf, haben die Beine versagt, Herr Lang? Ich weiß auch nicht so. Waren Sie müde? Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier an gleich und dann fahren wir Sie am besten gleich rein. Wenn Sie kurz ein bisschen zur Seite gehen, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen bei Ihrem Mann, kardiologischer Natur oder sonst irgendwie was? Nein. Gar nichts, nichts bekannt? Nein. Okay, außer die Kopfschmerzen, ne? Ja.
Okay, einmal eine Verkabelung bitte beginnen. Wichtig bei Patienten mit einem Ohnmachtsanfall ist es, besonders schnell herauszufinden, was hier vorliegt. Das heißt, eventuell kann es ja sein, dass lebensnotwendige Organe ihre Funktion nicht mehr tätigen. In diesem Fall haben wir relativ schnell ein Monitoring angelegt, einen Zugang gelegt, sowie den Blutdruck kontrolliert. Nachdem dies alles stabil war, haben wir die ganze Versorgung weiter in den Schockraum verlegt. Was macht ihr mit mir? So, Infusion ist frei. Ich muss jetzt rausziehen. Dann lass doch mal jetzt. Okay, wir haben einen guten QRS-Komplex bei Herrn Lang. Paul, hast du doch schon abgeholt. Kannst du dich nicht erinnern? Herr Lang, Ihr Sohn, der ist in der Radiologie. Das war wohl gerade entfallen. Ja, Sie hatten einen Autounfall, Herr Lang. Hier im Bauchraum, irgendwelche Schmerzen im Brustraum? Gar nichts. Ne? Wenn ich hier so drücke, ist alles in Ordnung. Beine auch, alles gut. Hier auch, im Beckenbereich. So, nicht erschrecken, geht einmal ins Öhrchen. Paul, dein Telefon klingelt schon wieder. Ich nehme dir das jetzt ab. Das brauchen wir jetzt nicht, Herr Lang. Willst du noch irgendwas in die Infusion? Du hättest Vanessa anrufen können, die kann alles klären. Nein, die brauchst du nicht anrufen, die hat viel zu viel um die Ohren. Vanessa ist wer? Ja, brauchst du nicht anrufen. Von dem Laden. Die kann sich aber drum kümmern. Ja, aber das ist sowieso schon überfordert jetzt gerade, weil so viel ansteht da. Was steht denn groß an? Ja, lass sie mal in Ruhe, ich brauche jetzt nicht extra, dann kriege ich schon alleine hin. Zum folgenden Untersuchungsort. Es geht für Sie gleich in die Radiologie. Schwester Luise nimmt bis dahin nochmal den Blutzuckerwert. Wir gucken uns die Blutwerte generell an, ob hier Mangelerscheinungen vorliegen. Auf den ersten Blick kann ich jetzt hier keinen Fehler sehen im ganz normalen Herzrhythmusablauf. Dann nehmen wir QRS-Komplex, der sieht eigentlich soweit ganz in Ordnung aus. Was mir ein bisschen Sorge macht, wie gesagt, ist der relativ hohe Blutdruck zwischenzeitlich, der dann aber abfällt. Und wenn es dazu kommt, dann werden die Beine ein bisschen weich. Das haben wir wahrscheinlich draußen erlebt. Okay. Nachdem in der Akutbehandlung nicht direkt was festgestellt werden konnte, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt-ähnliches Ereignis, eine Herzschwäche oder ähnliche Sachen, wie zum Beispiel freie Blutungen, haben wir uns dazu entschlossen, bei Herrn Lang hier ein CCT zu fahren, also ein Schichtbildverfahren, ein radiologisches vom Kopf anfertigen zu lassen. Was aber dann herauskommen sollte, überrascht uns alle. Ach, das Handy von meinem Mann klingelt schon wieder. Ich habe auch hier 1000 verschiedene Anrufe. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Was ist das eigentlich für ein Tag? Da war ein bisschen viel bis jetzt, ne? Ich verstehe das auch alles gar nicht. Erst mein Sohn, jetzt mein Mann. Und ich verstehe auch nicht, warum ich die Assistentin nicht, also seine Aushilfe da nicht anrufen soll. Mhm. Das ist doch ihr Job. Ja, es war anscheinend ja auch jetzt irgendwie seine Sorge, trotz aller Notfallsituationen. Ja, man muss immer berücksichtigen, Frau Lang, ne? Bei so etwaigen Verletzungen spielt auch eine gewisse Schocksymptomatik immer noch dazu. Und das ist jetzt für uns gerade eben das Schwierige. Handelt es sich bei Ihrem Mann um eine Schocksymptomatik oder Symptome aufgrund des Unfalls? Oder steckt da ein bisschen mehr dahinter, weil er macht schon auch einen teilweise verwirrten Eindruck? Die schwangere Sarah kann nicht nachvollziehen, dass ihr Mann sich weigert, Hilfe im jüngst übernommenen Bioladen anzunehmen. Denn offensichtlich steht der gelernte Mechaniker stark unter Druck. Vor allem hofft die werdende Mutter jedoch, dass Michael und Sohn Paul keine bleibenden Unfallschäden davon tragen. Vielleicht eine kleine Erleichterung. Erstmal ist, dass bei ihrem Sohn keine Fraktur der Orbita, also im Augenbereich, festgestellt werden konnte. Das sind schon mal gute Zeichen. Ja. Sein Zustand hat sich auch nicht verschlechtert. Also er, trotz der Übelkeiten im Übergeben, was am Anfang ja sehr schlimm aussah, kam jetzt nichts dazu. Ist jetzt gleich stationär aufgenommen worden, bleibt für die nächsten 24 Stunden bei uns über Nacht, um sich auszukurieren. Ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ja, wenigstens eine Sache. Frau Lang, wollen wir nach vorne gehen? Ja, Sie gucken, ob Sie vielleicht ein paar Sachen erreichen können. Ich kann mal so viel jetzt sagen. Die Vanessa an, das ist mir gerade egal. Auch gegen den Willen ihres Mannes bittet die schwangere Ehefrau, dessen Mitarbeiterin Vanessa, im Laden für ihn einzuspringen. Was Sarah damit losgetreten hat, erfährt die 39-Jährige, als sie Michael am folgenden Morgen in der Klinik besucht. Ich rufe hier die ganze Zeit Lieferanten und Kunden an, das war so nicht abgemacht, ne? Hallo, was Hallo. Ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Was ist gerade hier Drama? Es ist ein Job. Also du bist seine Vertretung und wenn er jetzt hier im Krankenhaus liegt, sollst du die Kunden anrufen. Vertretung? Ja. Ich bin bestimmt nicht die Vertretung, weil ich habe Sonderurlaub derzeit. Und warum? Ja, das ist richtig. Sie hat tatsächlich Sonderurlaub, die Vanessa. Ganz kurz für mich. Wer sind Sie jetzt? Ich bin eigentlich die Aushilfe von dem Michael. Aber warum hast du Sonderurlaub? Ich verstehe hier gar nichts. Was ist hier los? Weil mein lieber Vater, ich habe die ganze Arbeit die letzte Zeit immer im Laden da allein gemacht, letztes Jahr, ja. Und dafür hat er mir eine Gehaltserhöhung versprochen. Das hat er aber aufgrund seiner Demenz natürlich nicht hinbekommen zu überweisen. Wann soll das denn gewesen sein? Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Ja. Das kann gar nicht sein. Vor einem Jahr war Wolfgang in Kur. Da habe ich seine Papiere gemacht, hat er mir nichts gesagt. Da habe ich die Arbeit eigentlich alleine gemacht. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall los. Ich habe noch einen Termin. Du weißt, wir sind noch nicht fertig miteinander. Du wolltest ja schließlich, dass ich den Mund halte, ne?
Kannst du mir bitte mal erklären, was hier los ist? Was hat sie hier gerade gemeint? Es geht einfach um das Geld. Wenn das Geld eben zurückbezahlt ist, so lange hat sie dann eben jetzt Sonderurlaub. Ja, aber die Story passt nicht. Wolfgang war da in Kur zu diesem Zeitpunkt. Hab ich doch gerade erklärt. Das passt so vorne und hinten nicht. Ich hab deine Fische jetzt. Pack aus. Wenn ich ihr das Geld nicht zurückgebe, dann will sie dir sagen, dass ich mit ihr etwas gehabt habe, dass ich dich betrogen habe. Das habe ich aber nicht. Du weißt selber, dass ich vor 10 Jahren dich mal betrogen hatte. Und das tut mir auch aufrichtig leid. Ja. Aber ich habe wirklich nichts mit ihr. Das ist eine Erpressung. Ja, aber das hatten wir durch damals. Wir haben viel und oft und lange darüber gesprochen. Wir haben uns die Zeit genommen und seitdem warst du immer ehrlich und hast mir alles erzählt. Ich verstehe nicht, warum du mir das nicht erzählt hast. Das ist ja auch eine unangenehme Sache. Und wenn du dann so unter Druck gesetzt wirst, dass unsere Ehe vielleicht kaputt geht dadurch. Das möchte ich nicht. Ja, aber das lohnt sich dafür, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Da kommt so ein Püppi dahergelaufen und dann riskierst du alles. Ja. Ich verstehe das nicht. Um seine schwangere Frau nicht zu belasten, hat der Erpressungsopfer Michael alles mit sich allein ausmachen wollen. Welche Folgen die körperliche Überforderung und der seelische Druck für den Familienvater haben, zeigt sich deutlich in den Untersuchungsergebnissen des 41-Jährigen. Das sind diese ausgedruckten CT-Aufnahmen, die Schichtbildaufnahmen, oder CCT-Aufnahmen in dem Fall. Da konnten wir nichts feststellen. Ja. Gott sei Dank. Auf der anderen Seite hat Ihre Frau ja schon mal anklingen lassen, Herr Lang, dass Sie in der letzten Zeit unter Unkonzentriertheiten, vermehrten Kopfschmerzen klagen. Ja. Ja, ja. Ist das verbunden mit einer gewissen Stresssymptomatik? Ja, ich bin selbstständig, ich habe so einen Laden eben und... Den hatten Sie, glaube ich, schon mal erwähnt, da wollten Sie ihm versagen. Das war gerade das, was sich hier aufgeschlüsselt hat. Er hat in den letzten Monaten eigentlich die Arbeit alleine gemacht und nicht mit seiner Assistentin, die ihm helfen sollte. Okay, weil, also wir haben jetzt keinen physischen Indikator gefunden im Sinne, oder dass das erklären würde, aber wir haben im Blutbild zum Beispiel gewisse Werte, die im unteren Normbereich, sogar teilweise im Mangelbereich sind, wo wir sagen, das sind Indizien dafür, die für zum Beispiel einen Schlafmangel sprechen, für einen gewissen Grad der Überbelastung sprechen oder Überarbeitung sprechen. Das sehen wir sehr häufig bei Personen, die halt beruflich bedingt und aber auch psychosozial bedingt sehr stark eingebunden sind. Und dann gibt es natürlich, wenn man das kategorisieren möchte, klinische Krankheiten, wie zum Beispiel Erschöpfungssymptomatik, also ein Erschöpfungssyndrom oder ein Überbelastungssyndrom. Das ist jetzt nicht an einem Symptom greifbar direkt. Die Problematik ist aber, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist, sei es zum Beispiel eine Überanstrengung. Ich denke mal, auch die Nächte werden auch in der nächsten Zeit wieder etwas kürzer. Plus die berufliche Zukunft, das sind Faktoren, die zusammenmischen können und dann irgendwann darin münden, dass es zu einem Streik kommt des Körpers, weil die Signale ignoriert worden sind, wie zum Beispiel eben einem Kreislaufkollaps, was Ihnen passiert ist. Generell ist es wichtig, auf seinen Körper zu achten und zu hören, denn das ist ein relativ teures Gut. Den Körper haben wir nur einmal und da gibt es relativ wenig Ersatzteile. In diesem Fall bei Herrn Lang war das einfach in Summe viel zu viel für ihn. Er hat die Signale des Körpers ignoriert und wenn das passiert, dann nimmt sich der Körper irgendwann seine Auszeit. Im Fall von Herrn Lang hat sich das angekündigt über Unkonzentriertheiten und starke Kopfschmerzen, die er hätte besser nicht ignorieren sollen, denn die waren wahrscheinlich auch Grund für seinen Unfall. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir unendlich leid tut, das, was passiert ist. Ist okay. Wir regeln das schon. Vielleicht finden wir jemanden, der den Laden übernimmt, der da mehr dahinter steht. Und dann kannst du wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und dann sind wir wieder zusammen. Jetzt ist so ein Erschöpfungssyndrom relativ schwierig zu behandeln. Also denn man hat wenig, was klinisch greifbar ist. Wir haben nichts, das wir rausschneiden können und dann funktioniert der Körper wieder. Hier sind wir auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen. Das Ganze ist ein Prozess, denn es muss zum einen eine Umstellung geben, beruflicher Natur oder beziehungsweise des Alltages. Das Ganze kann nur sukzessive Schritt für Schritt funktionieren. Natürlich können aber gewisse Präparate einen Aufbau leisten. Dank psychologischer Beratung hat Michael erkannt, dass es besser ist, den Laden aufzugeben und in seinen Beruf als Mechaniker zurückzukehren. Der 41-Jährige und sein Sohn durften die Klinik am Folgetag verlassen. Durch seine wiedergewonnene Ausgeglichenheit ist der Familienvater für Ehefrau Sarah und das zweite Baby eine große Unterstützung.